Hallihallo, liebe Leute, und weiterhin lassen wir uns von den Spiegelbildern trügen in Eispalast von Paper Mario. Wir wollen erstmal hier durchgehen, dass wir nämlich hier nochmal auf die andere Seite kommen, weil hier wollen wir noch diese Tür einmal auskundschaften. Nicht nur diese Tür, wir wollen auch durch diese Tür hier noch. Und dann können wir gucken, ob wir mit Cooper da diesen Weg auch noch freilegen können. Hier ist auch noch einer. Auch wieder an derselben Stelle. Naja, ist quasi dieselbe Seite und hat auch dementsprechend genau dasselbe Teil. Aber das hier müssen wir jetzt erstmal verschieben. So, dann schieb mal. Okay, das war dumm. Wobei, vielleicht auch nicht. Na, nicht du schon wieder. Daneben. Ich muss jetzt wirklich erstmal hier das Weite suchen, deswegen kümmere ich mich jetzt echt nicht um den. So, für was haben wir das jetzt gemacht? Für den Power rauf und... Oder nee. Ja doch, Power rauf und Verteidigung abohren. Das ist quasi die andere Variante des Ordens, was wir schon bekommen haben. Aber wie gesagt, darauf werde ich jetzt mich nicht verlassen und das Ding einsetzen. So, und tschüss. Haben wir nochmal Glück gehabt, dass wir das überlebt haben. So, mehr haben wir hier nicht, außer wie gesagt diesen Weg hier, den wir noch versuchen können irgendwie. Nö, passiert gar nichts auf dieser Seite. Schade. Dann ist das quasi wirklich einfach nur so, ja, ein Demo-Bild von der verkleideten, von diesen Typen auf jeden Fall. Ich habe den Namen jetzt gerade wieder vergessen von diesen Viechern. Ist ja auch egal. Ich nenne sie Bettlaken. Passt am besten eigentlich. So, dann kann ich jetzt hier auf jeden Fall auch durchgehen. Durch diese riesige Statue, die einfach auf mit verschoben wurde. Weil ihr wisst ja, Spiegelbilder und so. Hier haben wir wieder diesen Bettlaken. Nein, 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 vergiss es. Das ist gerade echt die schwerste Kunst überhaupt hier, diesen Gegnern aus dem Weg zu gehen. Aber das ist momentan wirklich... das Beste, was ich hier machen kann. Und wir haben den Palastschlüssel. Quasi den letzten Schlüssel, den wir hier kriegen. So, schaffe ich es auch noch einmal? So, geschafft. Wir sind vorbei. Ich habe es überlebt. Na Gott sei Dank. Dann können wir jetzt wirklich hier so gut wie rausgehen. Der Eispalast hat nämlich so langsam sein Ende gefunden, zum Glück. War ja jetzt auch lang genug. Weil es eigentlich auch schon schade ist, dass hier nicht noch mehr solche interessanten Rätsel sind und so. Hätte ich schon noch ein paar interessante Sachen einverlassen können. Jetzt ist, glaube ich, eigentlich egal, wo ich den Schlüssel einsetze. Es müssen eigentlich beide jetzt herabfallen. Yep. Aber wir gehen erstmal hier oben lang. Wir müssen sogar hier oben lang. Nämlich müssen wir jetzt gucken, dass wir diese Figuren... Wobei, es ist eigentlich egal, hier ist keine Trennwand mehr. Auf diese Felder bewegen. Ich glaube, es ist eigentlich egal, welches wo drauf landet. Moment. Du kannst hier nicht vorbei, ohne dieses Rätsel zu lösen. Sobald du es geschafft hast, lassen wir dich weiter. Okay. Wie geht das jetzt nochmal? Irgendwie kann man die schieben. Vorher können wir hier wirklich nicht durch. Gute Frage, wie funktioniert das hier jetzt nochmal? Die ansprechen bringt ja nichts. Obwohl, ah. Du kannst ihn, ja gut. Jetzt habe ich es mittlerweile wieder einigermaßen raus. Wir müssen die ansprechen, dass wir sie verschieben können. So, dann gehst du auf jeden Fall runter. Ja, jetzt kann ich es endlich verschieben. Oder muss ich dich von links ansprechen? Damit ich dich quasi da auf dieses Feld schieben kann. So, das wäre schon mal Nummer 1. Dann drehe ich dich einmal. Eigentlich wollte ich, dass du in die andere Richtung guckst, aber gut. So. Und dann in diese Richtung. Ja, wissen wir. So, dann könnt ihr euch erst einmal knutschen.
Sieht auf jeden Fall sehr beängstigend aus, wie die Steinstatuen in sich fusionieren. Aber gut. So, dann kannst du dich erstmal drehen. Wobei, wir haben ein Problem, merke ich gerade. Ich muss dich leider nochmal in die andere Richtung schieben. Sonst kann ich an diese Statue gerade nicht ran. So. Und vorwärts. Und dann machen wir den hier ein Ende. Nehmen wir dich nochmal nach unten drehen. Wenigstens tut ihr auch, was ich will. So, wunderbar. Und das Rätsel ist gelöst. Sesam, öffne dich. Mit einer sehr vielschichtigen Treppe. Na gut, wir können jetzt aber endlich hier raus. Und verschwinden. Jetzt haben diese Rätsel hinter uns und... ja. Dreimal dürft ihr raten, was jetzt kommt. Wir speichern erstmal. So, und wechseln zu Gumbario. Und speichern besser nochmal. Dann ist Gumbario nämlich direkt gleich vorne. Und gehen durch diese Tür hier. So. Auf geht's, Leute. Wer ist in meinen Palast eingedrungen? Ich bin es. Oh, großer Kristallkönig. Mario, du bist also endlich da. Du glaubst also tatsächlich, den Stern retten zu können? Aber ich befürchte, ich kann das nicht zulassen. Zuerst werde ich dich besiegen und dann werde ich Bowser ein Mario auf Eis zum Geschenk machen. Na, ob das schmeckt? Wie dem auch sei, Leute. Willkommen zum Bosskampf im Eispalast. Den Kristallkönig und seine eisigen Splitterchen. Ich würde aber mal sagen, die sind unwichtig. Wir machen erstmal den Kristallkönig. Das ist der Kristallkönig. Er gehört zu Bowsers engsten Verbündeten. Ich habe keine Ahnung, wie er es geschafft hat, den Palast zu übernehmen. Maximale KP 70, Angriffskraft 6, Verteidigung 2. Er greift an, indem er Splitterchen auf dich abfeuert. Jede Art verursacht 4 Punkte Schaden. Die Anzahl der Angriffe entspricht der Anzahl der Splitterchen. Er wird auch versuchen, dich einzufrieren. Wenn seine KP niedrig sind, wird er versuchen, sich zu teilen. Ein Angriff hat dann eine Stärke von 8. Du kannst ihn nur verletzen, wenn du seinen wahren Körper triffst. Wenn du dir nicht sicher bist, solltest du alle auf einmal angreifen. Und somit für den Weisheiten des Tages von Gumbario. Ja, Sternpunkte kann ich leider nicht mehr einsetzen. Das heißt, ich muss jetzt wirklich auf meine normalen Angriffe vertrauen. Wobei ich glaube, das bringt nicht viel, weil seine Krone spitz ist und wehtut. Da würden wir nur Schmerzen bekommen. Wir machen mal den Donnerzorn. Dann sind wir auf jeden Fall diese Splitterchen schon mal los. Ja, die sind schon mal weg. Okay, dann sollen wir jetzt nur gucken, dass wir auf jeden Fall das Partymitglied wechseln. Ja, und neue Splitterchen, war ja irgendwie klar. Weil er sonst keine Möglichkeit hat, uns irgendwie anzugreifen. Dann zeigen wir dir mal den Hammer. Das zieht nur 4 bei ihm ab. Okay, er hat eine sehr gute Verteidigung. Nehmen wir was. Mit ihm können wir nämlich diese Verteidigung durchbrechen. Okay, das wird wehtun. Scheiße, war ich nicht schnell genug mit dem Action-Kommando. Ja, aber jetzt haben wir erstmal freie Bahn. Und zur Not, wenn die KP niedrig sind, haben wir ja noch den Ultrapilz. Den ich eigentlich ungern verwenden will. Aber was soll's. So. Und die nächsten Splitterchen. Yay. Okay. Das Einzige, was ich wirklich momentan machen kann, ist draufhämmern und wirklich mit Watt einfach draufhalten. Bis er wirklich niedrige KP hat. Und nimm das. Okay, jetzt gibt es hier Angriffe. 3 Stück.
Diesmal habe ich sogar hingekriegt. Sehr gut. Und noch eins mit dem Hammer. Okay. Ich könnte ja den Turbolader machen, aber... ja doch, ja. Warum sehe ich das jetzt, dass ich Blumenpunkte habe? Aber egal, jetzt machen wir erstmal mehr Power. Mal nur eins? Okay, das ist nicht viel. Ich hätte wohl doch eher Bombett hier für diesen Kampf nehmen sollen. Na egal, wollen wir doch mal schauen, wie viel das jetzt wirklich abzieht. Na, 5. Egal, es hält auf jeden Fall einige Runden. Somit können wir jetzt erstmal zusehen, dass wir ihn klein kriegen. Jetzt wird es erstmal für uns ein bisschen schmerzhaft. Okay, den nächsten Angriff können wir auch noch überleben. Das heißt, einfach weiter draufhalten. Okay, es wird langsam Zeit, dass wir endlich mal seine KP niedrig bekommen haben. Weil endlich wirklich bald mal erledigt ist. Du bist so ein verdammtes Arsch. Von Heilen war hier nicht die Rede. So, weiter geht's. Tja, da hat ja deine Heilung fast nichts mehr gebracht. Okay, jetzt hat er also... quasi sein Limit erreicht. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht irgendwie noch drauf gehe. Ah, ich bekomme Verteidigung, oder? Yay, sehr schön. Okay, ich sehe da auf einmal 3 von euch. Das ist fies. Meine Angriffskraft hat sich normalisiert, aber ich bin wenigstens befreit. Kann ich irgendwie alle angreifen? Auf jeden Fall nicht mit Watt. Ich würde mal sagen, ich wechsle hier in dem Fall wirklich mal zu Bombett, falls es überhaupt noch was bringt. Ja, ich überlebe noch, okay. Wo ist mein Ultrapilz? So, sind wir wieder voll aufgetankt. Das war jetzt aber wirklich ganz knapp, aber dadurch, dass ich wusste, dass das nur 8 abzieht, weil Gumbario das ja gesagt hat, konnten wir das ja nur überleben. Okay. Richtige erwischt. Aber trotzdem nur 5 KP. Dann würde ich sagen, werde ich Bombett als erstes angreifen lassen, dass ich mit Mario dann wenigstens mit dem Hammer noch draufhauen kann. Dann wird dieser Kampf wirklich schnell ein schnelles Ende finden. Eine Powerbombe ginge eigentlich auch. Das würde ja auch vollkommen reichen und würde nicht so viele Blutpunkte verschwenden. Und zieht genauso viel ab. So. Dann kriegst du jetzt noch eins mit dem Hammer. Ich hoffe nur, du heilst ihn nicht nochmal. Weil in etwa 2 Angriffsphasen haben wir dich. So viel dazu. Okay, Leute, dieser Kampf kann dauern. Wenn er sich so weiterhält, auf jeden Fall. So, du machst jetzt nur Body Slam. Wir verschwenden jetzt keine Blumenpunkte. Er zieht aber noch weniger ab. Und wir sind mal wieder eingefroren. Na, klasse. Okay, dann wird Zeit für eine Bombe. Oh, du teilst dich wieder. Nee, du schwebst, okay? Meinst du, da kriege ich dich nicht erwischt? Da hast du dich dann aber wirklich gewaltig geschnitten. Weil ich kann nämlich auch obere Sachen erwischen. So, Bombett. Mach die Megabombe. Und zeig ihm, dass wir ihn auch da oben erwischen können. Da kommst du wenigstens runter. Sehr gut. So ist es brav.
Okay, ich bin diesmal nicht eingefroren. Ha! Endlich mal geschafft. Okay, noch 15. Nein, ich mache nur Body Slam. Wir brauchen bestimmt noch zwei Angriffe. Also zweimal Megabombe. Deswegen hebe ich die lieber für alle Fälle auf. Ja, das war irgendwie klar. Okay, sind wir drei von euch. Ich bin gerade am Überlegen. Eigentlich können wir das Ganze wirklich schnell beenden, sehe ich gerade. Wobei, ja doch, das wird auf jeden Fall reichen. Wir machen einen Sternsturm. Dann erwischen wir ihn ja auch. Und dann haben wir diesen Kampf eigentlich so gut wie gewonnen. Das heißt, wobei, der kommt nicht mehr dran. Nein, wir haben gewonnen. Definitiv ist dieser Kampf jetzt geschafft. So. Schon ist er wieder auf dem Boden. Und zu guter Letzt, komm, wir machen eine Megabombe. Dann ist es endlich endgültig vorbei. Und tschüss. Ein Abschlussfeuerwerk und der Sieg. Und das nächste Level ab. Okay, dann können wir jetzt endlich mal die Ordenpunkte hochstufen. Dann machen wir das einmal und können sozusagen jetzt den nächsten Stern retten. Oh nein, der letzte der hohen Sterne. König Bowser, vergib mir. Tja, somit haben wir es geschafft, Leute. Wir haben alle hohen Sterne somit befreit. Alle sieben. Und da ist die Karte. Dann wird Zeit, dass wir sie endlich mal, ja, annehmen. Und den letzten Stern retten. Und Freestyle ist auch nun frei. Kapitel Ende. Freestyle, der letzte der Sterne, wurde von Mario aus dem Kristallpalast am Rande der Welt befreit. Nun, mit der vereinten Kraft der Sterne, kann sich Mario, Bowser und den Sternstab stellen. Endlich ist die Zeit für den fulminanten Showdown gegen den bösen König Bowser gekommen. Kann Mario Peach retten und den Sternstab zurückerlangen? Oder bleiben alle Wünsche unerhört? Diese Fragen werden bald eine Antwort finden. Aber wir beenden diesen Part hier erstmal und beim nächsten Part machen wir hier dann weiter und werden dann wahrscheinlich wieder zu Peach wechseln. Deswegen bis dahin auf Wiedersehen, liebe Leute!